Kurz vor dem Release von Mass Effect schauen wir uns das Ganze mal im Vorfeld ein bisschen an. Wir diskutieren ein bisschen. Bei mir ist unser Tester Matthias Dammes und der Felix, der für seine Expertise in jeglichem Videospiel bekannt ist. Wie gesagt, der Test ist schon raus. Den könnt ihr auch schon lesen bzw. euch angucken auf pcgames.de. Solltet ihr auch alle auf jeden Fall tun, wenn ihr euch für Mass Effect interessiert. In die Diskussion starten möchte ich aber mit einem Zitat von deinem Facebook-Account, lieber Matthias, das du heute Morgen abgesetzt hast. Na toll. Da hast du geschrieben, zu Mass Effect Andromeda, es ist irgendwie bitter, seit vielen Jahren bin ich BioWare-Fanboy, jetzt dürfte ich erstmals ein Spiel von ihnen testen und es ist leider die bisher größte Enttäuschung für mich. Ja. Ist dein Traum erfüllt, ja. Ja. Puh, das klingt ja schon mal echt bitter. Lifetime Achievement. Ja, fies. Erstmal generell vielleicht, Felix, wie enttäuscht bist du? Bist du ebenfalls enttäuscht oder hält sich's bei dir noch in Grenzen? Ich bin noch nicht so enttäuscht, weil ich es noch nicht so weit gespielt habe. Ja, der Matthias hat es ja rauf und runter gespielt und ich bin noch nicht so weit. Das heißt, gerade als ein Story-Fanatiker könnte mich das vielleicht noch hinten raus noch mehr enttäuschen. Aber ich sag mal, also ich habe das Gefühl, es landet gerade so da, wo wir es eigentlich auch erwartet haben. Ungeachtet der Tatsache, dass im Vorfeld sehr viel negative Berichterstattung oder sehr viel negative Meinung im Netz kursierten, meiner Meinung nach auch übertrieben viel. Dazu kommen wir vielleicht noch, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass es ein Spiel wird, das mich so packt wie ein Mass Effect 3. Okay, du hast gerade schon die Story angesprochen. Das ist auch, glaube ich, einer deiner größten Kritikpunkte, wenn man so den Test sich durchliest. Es ist halt, wenn man das als BioWare-Spiel betrachtet, und BioWare hat sich ja immer verstanden, als wir erzählen großartige Stories und so weiter, ist es schon die Story nicht so pralle, sage ich mal. Also da haben sie sich wirklich keinen Gefallen mitgetan. Und die Story in Dragon Age Inquisition war schon nicht der Burner, aber ich finde die sogar noch besser. Da können andere Leute anderer Meinung sein, bei anderen Webseiten habe ich das auch anders gelesen, die meinten, die Mass Effect Andromeda Story sei besser als die von Dragon Age Inquisition. Kann man sicherlich differenziert sehen, aber ich fand sie jetzt nicht wirklich herausragend, was halt auch daran liegt, dass halt zum Beispiel der Bösewicht so dermaßen farblos bleibt, das ganze Spiel entlang. Generell ja eigentlich ein Problem bei BioWare-Spielen, die haben schöne Charaktere, aber haben in der Regel schwache Bösewichte. Ne? Dragon Age, ja, ich fand, mal als Beispiel. Also ich fand den Corypheus schon deutlich charismatischer als jetzt diesen Archon, den man da vorgesetzt bekommen hat. Der ist halt da. Und das war's. Das ist schon eine harte Ansage. Das ist aber interessant, obwohl diese Prämisse ist ja von Mass Effect, man kommt in einer neuen Galaxie an, man ist da quasi Vorreiter der Menschheit, quasi in Anlehnung ans Raumschiff Enterprise irgendwie unterwegs. Und das ist ja eigentlich eine ganz interessante Grundthematik. Ich finde die sogar großartig. Ja, sie ist auch großartig, wenn man nicht versucht, dabei noch eine Story zu erzählen. Funktioniert das auch so gar ganz gut. Dann hat man halt Welten, die kann man erkunden, wenn man dann halt so ein bisschen sich so anlegt auf ein eher Bethesda-artiges Spielprinzip, wo es halt wirklich nur darum geht, die Welt zu erkunden. Die Hauptstories haben da noch nie große Rolle gespielt. Dann könnte das auch funktionieren. Aber sie haben halt auch eine Hauptstory, die sie erzählen wollen. Und die verliert sich dann halt dazwischen irgendwo. Ich glaube, Mass Effect Andromeda wird in der Zukunft noch ein interessantes Beispiel sein für die Debatte, braucht eine Videospielgeschichte eigentlich immer zwangsläufig diesen Antagonisten? Müssen wir immer irgendeinen Schurken haben? Ja. Ich finde diese Grundidee, wir kommen dahin nach 600 Jahren Tiefschlaf und wir wollen jetzt hier eine neue Galaxis erkunden und besiedeln und welche Probleme tauchen da auf und wie ordnen wir uns da ein, wie entwickeln sich da irgendwelche Kolonien und Städte und Kulturen und welche Probleme gibt es? Da gibt es ja tausend Fragen, die da wieder neu geklärt werden können, weil es ja einfach, weil die Karten neu gemischt werden. Das ist ja das Coole an dieser Sache. Es ist wie ein Reset. Nur, wenn du dann Charakteren eigentlich noch abverlangst, übrigens müsst ihr euch auch noch gegen irgendeine neue, sonst wie geartete Alien-Bedrohung zur Wehr setzen, das finde ich eigentlich schon fast unnötig. Das ist halt auch das, sie machen da nicht so wirklich viel aus dieser Prämisse. Du kommst halt in dieses neue Universum, da gibt es genau zwei neue Alienrassen. Die eine ist ohne Wenn und Aber, mit denen kannst du nicht mehr reden, die schießen halt auf dich. Und die anderen sind plötzlich deine relativ schnell deine allerbesten Freunde. Ich weiß nicht, also da hätte man durchaus wesentlich mehr aus dieser
Grundthematik machen können. Im Gegensatz dazu hast du auch die Charaktere vor allem wieder gelobt und diese, ich würde mal sagen, diese Loyalty-Missions vielleicht waren ein großer Pluspunkt von dir im Test. Inwieweit hilft denn das, um über diese Story vielleicht ein bisschen hinwegzusehen? Geht es oder ist es wirklich zu dominant? Ja, also es hat mich schon sehr interessiert, weiter mit meinen Charakteren voranzukommen und denen ihre Geschichten zu erleben. Und teilweise waren ihre Geschichten ja auch verwoben mit dem, was halt so in Andromeda vor sich geht, mit dem, was mit der Andromeda-Initiative passiert. Ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, aber zum Beispiel die Hintergrundstory von Cora ist eng mit der Arche der Asari verzahnt, die man finden sollte, weil die ja alle verschollen sind irgendwo und man nicht so richtig weiß, was ist halt aus unseren ganzen Leuten passiert, was ist mit denen passiert. Das war schon sehr interessant und ja, ich fand halt auch fast alle Charaktere, die man auf der Tempest trifft, das sind ja nicht so viele, sind insgesamt 10 Stück, die haben mir schon sehr gut gefallen. Also kann ich nicht meckern. Ja, ich war zum Teil ein bisschen überrascht, wie schnell das wieder alles geht. Also da fand ich sogar Dragon Age Inquisition noch ein bisschen, oder sogar, das ist ja relativ gut, so sag mal vom Pacing her, dass du die Inquisition und die Charaktere, die du da so triffst, dass du die auch nach und nach kennenlernst. Und das ging mir jetzt hier schon sehr zackig. Generell ist BioWare ja eigentlich ziemlich gut dabei, wenn sie dir irgendeinen Charakter vorsetzen, für den du dich jetzt am besten sofort interessieren sollst, weil gefühlte 5 Minuten später fängt so das ganze Schicksal der Welt oder des Universums oder wem auch immer so in deinen Händen. In diesem Fall sind es 20.000 Kolonisten, was auch schon ein gerütteltes Maß an Verantwortung ist. Ich fand hier das Writing, also die Art und Weise, wie sie es geschrieben haben, gerade im Vergleich zu der Mass Effect-Trilogie rund um Shepard, teilweise nicht so doll. Also ich fand, da waren schon einige Sätze dabei, wo ich mir gedacht habe, hä, wo kommt das denn jetzt her? Also wo Charaktere gefühlt von eben auf jetzt irgendwie ihre Meinung ändern oder sie finden dich einfach toll, völlig grundlos. Ich habe das nie so richtig nachvollziehen können in den Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Das ist natürlich jetzt meine Erwartung an die zweite Spielhälfte, die da noch so auf mich wartet, dass das da noch ein bisschen besser alles so zusammenfindet. Ich gebe zu, die Art und Weise, wie mit den Charakteren manchmal in Dialogen und so umgegangen wird, ist manchmal diskussionswürdig, was du sagtest, dass Sachen zu schnell gehen, dass man halt bei einigen viel zu schnell herausfindet, wie die so gepolt sind, warum die jetzt auf dich stehen oder nicht. Solche Geschichten, das ist schon wirklich nicht so optimal. Aber da hatte ich halt auch das Gefühl, dass sie irgendwie, ja, sie wollten halt das nicht so ausdehnen, wie sie es in Dragon Age gemacht haben, wo das ja dann mal gut und gerne über 100 Spielstunden gehen kann und haben sich dann vielleicht irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt. Aber so die Charaktere, was ihre Persönlichkeit und das ausmacht, hat mir trotzdem gut gefallen. Es war ja immerhin noch Zeit für die BioWare-Gedächtnis-Nebenquest. Die gibt es, glaube ich, gefühlt in jedem BioWare-Spiel. Ich glaube, das war wieder so, da habe ich gemeint, du bist in einem BioWare-Spiel. Du gehst gefühlt 2 Meter auf deinem Schiff, also echt so gleich am Anfang. Und so irgendwie so eine der erste oder zweite NPC, der dir über den Weg läuft, sagt so, ey, ich kenne jemanden, ja, in dem Fall ist es, glaube ich, der Ehemann, wurscht, der im Gefängnis sitzt und der hat das Verbrechen aber gar nicht begangen. Kannst du da nicht mal hingehen und mal schauen und nochmal dir die Beweise angucken und vielleicht mal ein gutes Wort für den einlegen und mach deines Amtes, welches das auch immer sein mag, ihn aus dem Knast holen. Das, ja kennt kein, man kein zu BioWare-Spiel ohne Mörderuntersuchung. Das muss ja eigentlich nicht wirklich sein. Ja. Bleiben wir mal gleich bei den Charakteren indirekt, nämlich im Vorfeld jetzt gibt es ganz hartes Gebäsche aufgrund von Grafik und Animationen. Die geraten aktuell wirklich ins Kreuzfeuer, könnte man sagen. Es ging sogar so weit, dass eine BioWare-Mitarbeiterin aufs Heftigste beschimpft worden ist. Ja, nicht nur das, sie hat Morddrohungen bekommen. Wie es halt dann immer in so einem Shitstorm ist. Ja, aber ist das geht schon. Also ist denn berechtigt? Nein. Sind die Animationen so aus der Hölle? Also sowas ist niemals berechtigt, um es gleich mal zu sagen. Ja. Also Leute da persönlich anzugehen, ist in keinster Weise berechtigt. Und wenn die Animationen, das ist eine ganz große Scheiße. Also das fand ich mal wieder unter aller Sau. Ja. Dass da wirklich gegen eine Entwicklerin so vorgegangen wird, entbehrt jeder Grundlage. Da gibt es auch kein Argument, was das in irgendeiner Form rechtfertigen kann. Vor allen Dingen, da sich ja inzwischen aufgrund von Klarstellung von BioWare herausgestellt hat, dass
das nicht mal die richtige Person ist, die da angesprochen wird. Ja gut, aber der Mob ist halt schon... Der ist erzürnt. Der hat die Fackel in der Hand und die Mistgabeln. Zumal solche Sachen wie Gesichtsanimationen, die bei so einem Riesenprojekt niemals auf dem Mist von eines einzelnen Entwicklers gewachsen sind und schon gar nicht von dem so durchgedrückt werden können, ohne dass das jemand merkt. Trotzdem, aus eurer Sicht, sind die Animationen so schlimm für ein Spiel aus dem Jahr 2017 oder kann man mit einem leichten Augenzwinkern vielleicht drüber hinwegsehen? Ich persönlich finde, es gibt mehr als genug Fälle, gerade in den ersten Spielstunden, wo du dann noch so ein bisschen mit dir ausmachen musst, gefällt mir die Atmosphäre, lasse ich mich darauf ein oder legt es mir irgendwo Steine in den Weg. Und gerade in den ersten Stunden dir dann Charaktere vorzusetzen, die teilweise Gesichter haben, die also so emotionslos sind wie Playmobil-Figuren. Ja, also ich finde, manche Gesichter sehen nicht gut aus. Ich finde, manche Charaktere sind sehr, sehr arm, was den Ausdruck betrifft. Die haben gefühlt richtig tote Augen. Ja, die in der Stimme ist dann Mord so, oh nein, ich mag dich nicht. Und die Gesichter sehen aber halt aus, ja, wie aus Plastik gegossen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Mai, es gibt massenhaft Spiele, die genau das gleiche Problem haben. Und wenn das gut geschrieben ist und wenn die Vertonung gut ist, also das, ja, mir ist eine gute Vertonung tausendmal wichtiger als irgendeine Gesichtsanimation. Ja, und wenn das Spiel seinen Fokus auf andere Dinge legt, okay. Andererseits, es ist ein sehr storygetriebenes und charakterbasiertes Spiel und das war Mass Effect immer. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, ja, an die Kritik muss sich BioWare gefallen lassen. Lassen sich auch gefallen? Das haben sie ja schon gesagt, dass okay, das haben sie gehört, dass die Gesichtsanimationen in vielen Fällen suboptimal sind. Das ist definitiv der Fall. Das kann man nicht bestreiten, dass das nicht alles optimal ist. Und ich würde jetzt aber nicht daraus so ein Riesenfass machen, wie es gemacht wird im Moment. Es ist, man kann sich daran stören, es ist völlig nachvollziehbar. Aber ich hatte beim Spielen dann doch deutlich andere Dinge, über die ich mich deutlich mehr aufgeregt habe. Ich wollte gerade sagen, wenn man deinen Test so liest, dann merkt man schon, das Spiel hat andere Probleme als die Grafikanimation so an sich. Ich glaube, das war halt das Erste, was die Leute zu fassen gekriegt haben. Die haben irgendwelche Szenen aus dem Spiel gesehen. Sie konnten sich keinen richtigen Reim auf das Kampfsystem machen oder auf das Erkunden oder die Performance oder was auch immer. Alles Dinge, über die man sich vielleicht irgendwie aufregen kann, wenn man es erstmal gespielt hat. Was die Leute gesehen haben, war irgendeine Gesichtsanimation, dann hat irgendeiner ein GIF draus gemacht, dann hat irgendeiner ein Video draus gemacht, dann hat das rumgeschickt und plötzlich hat sich das verselbstständigt. Ja. Aber egal, ob man die jetzt mag oder nicht. Ich fand es ein bisschen ungerecht. Zumal sich die Internet-Community auf das Thema ja schon seit dem ersten Gameplay-Trailer eingeschossen hatte und gedacht hat, ja, da müssen wir jetzt noch weiter graben, nachdem jetzt... Da wird jetzt halt drauf gehört. Also, allerdings, das Gameplay hast du in deinem Test jetzt, was ich so rausgelesen habe, ziemlich gelobt. Das Kampfsystem vor allem, das war auch was mir jetzt in dieser Play-First-Trial-Phase ziemlich viel Spaß gemacht hat, mal wieder. Auch genauso wie in Mass Effect 2 und 3. Muss einem, glaube ich, halt gefallen. Und auch diese ganzen neuen Mechaniken. Das ist das Wichtigste, was du sagst. Es muss einem gefallen. Also ich kann Leute verstehen, die es nicht mögen, weil das neue Deckungssystem mit der automatischen Deckung ist gewöhnungsbedürftig. Und ich habe halt auch schon von Leuten gelesen, die das auf sehr hohem Schwierigkeitsgrad spielen, dass es da nicht optimal funktioniert, weil man doch öfters mal Schaden kriegt, obwohl man denkt, man sei in Deckung. Aber allgemein fand ich das dynamische, das etwas schnellere Kampf-Gameplay doch schon sehr erfrischend und sehr spaßig. Vor allen Dingen, weil ich halt auch durch das offenes Skillsystem selbst entscheiden konnte, wie ich meinen Charakter denn spielen will im Kampf. Das ist auch noch so eine Neuerung, du bist nicht mehr auf Klassen festgelegt im aktuellen Mass Effect, sondern du kannst das quasi, du hast so Anfangs Ausbildungen. Du wählst am Anfang eine von sechs Ausbildungen, die bestimmt aber nur, welche erste Fähigkeit du hast und danach kannst du machen, was du willst. Was du möchtest, alles klar. Ja, das ist ja auch eigentlich eine gute Idee, was ich zum Beispiel nicht so toll finde, das ist für mich ein Rückschritt gegenüber dem dritten Teil, ist A, dass du das nicht pausieren kannst. Zumindest habe ich... Ja, du kannst das Waffenrad aufrufen, aber du kannst ja, halt keine Menüs... Aber ich kann ja keine Kommandos da erteilen. Ja. Nee, das ist auch ein Kritikpunkt von mir gewesen, du kannst halt allgemein keine Squad-Kommandos mehr geben. Ja, und gerade im Kampf habe ich es aber immer cool gefunden, wenn ich jetzt irgend so einen stärker gepanzerten Gegner habe und ich sage, hier, okay, du machst jetzt irgendwas, was den Schild schwächt, du wirfst den anderen, den Sniper da hinten derzeit in die Luft und ich gehe dann ran und hau dem Nahkampf tot oder sowas. Das geht mir dann ein bisschen ab.
Das ist richtig. Ja, in Bezug auf Squad-Kommandos und also wie man mit dem Squad spielt, ist es auf jeden Fall ein Rückschritt. Gerade in Teil 2 und 3 konntest du ja am PC auch die Skills von deinen Begleitern in deine Aktionsleiste tun. Ja. Fehlt mir jetzt hier auch. Also im Endeffekt habe ich 3 Skills zur Verfügung und wenn ich mehr Skills haben will, dann muss ich dieses... Wie heißt das? Die Favoriten-Profile. Dann kannst du halt so vorgefertigte Loadouts festlegen, die ja, man tauschen kann. Dann tausche ich halt die 3 gegen die 3. Ja. Das ist klar, das ist jetzt nicht per se ein schlechteres System, es ist halt ein anderes System, aber im Endeffekt ist es halt so, dass du mitten im Kampf weniger Skills zur Verfügung hast als vorher. Und da sehe ich jetzt nicht den riesen Fortschritt, muss ich sagen. Sie mussten halt auch irgendwo einschränken. Wenn du 24 aktive Fähigkeiten zur Auswahl hast, und die kannst du ja theoretisch auch alles skillen, wenn du überall nur einen Punkt reinpackst, das mussten sie ja irgendwie handeln. Du kannst ja nicht 24 aber warum es jetzt ausgerechnet 3 sein müssen, keine Ahnung. Ja, es fühlt sich wieder so ein bisschen wie scheiße, wir hatten nicht mehr Tasten auf dem Gamepad. Ja, genauso wie das Deckungssystem. Also mir bislang gefällt es auch noch nicht so. Also ich finde auch hier kein... Ich sehe keinen Nutzen darin, dass du automatisch in Deckung gehst, vor allem in einer Umgebung, die sehr viel detaillierter ist als in den Vorgängern, also wo die ganze Levelgeometrie dir das nicht mehr so genau kommuniziert, kannst du hier in Deckung gehen oder nicht. Das war in den Vorgängern alles ziemlich statisch so vom Aufbau, das ist jetzt ja nicht mehr so. Sehe ich jetzt auch nicht einen Riesenvorteil. Was ich großartig finde, ist die Nummer mit dem Jetpack, dass du also wirklich springen kannst, du kannst in Bewegung bleiben, du kannst einen Dash machen zur Seite, nach vorne, du kannst also sehr schnell an den Gegner ran und in den Nahkampf gehen für Todesstoß oder sowas, du kannst sehr schnell aus der Schusslinie gehen. Also ich habe eigentlich sehr viel häufiger geguckt, dass ich in Bewegung bleibe, als dass ich in Deckung gehe, weil ja, abgesehen davon, eine Sache, die mir nicht gefällt in Deckung, ist, dass die Kamera ja nicht mehr automatisch die Position wechselt, wenn ich von einer Seite der Deckung auf die andere Seite gehe. Üblicherweise in Third-Person-Shootern ist es ja so, dass die Kamera dass dann die Schulter Seite dann wechselt, wird, ja, dass ich dann über die andere Schulter gucke. Das muss ich jetzt hier manuell machen. Also dafür war eine Taste plötzlich da. Das ist für mich so ein Fall von Verschlimmbessert, ja, aber trotzdem, in der Summe habe ich auch an den Kämpfen mehr Spaß als in den Vorgängern und ich denke, das ist die wichtigste Sache, die man daraus mitnehmen kann. Ich denke auch, dass es so ist. Du hattest auch noch, vielleicht mal über die Umsetzung zu reden, so, jetzt habe ich meine Wortfindungsstörung überwunden, so ist es. Reden wir über Bugs und Glitches etc. Gab es da viel? Ist es denn optimiert? Gerade auf dem PC, für den PC hieß es ja, es soll kein 0815 Port werden, sondern eine astreine PC-Umsetzung. Mach doch erstmal die Glitches. Wenn man davon ausgeht, wie sich so von Bugs und Glitches her darstellt, ist die PC-Version wahrscheinlich wirklich die primär entwickelte, weil die hat am wenigsten Bugs und Glitches. Zumindest soweit wir das bisher feststellen konnten. Aber auch da sind trotzdem noch genügend übrig geblieben. Da muss man schon hin und wieder mal ein Auge zudrücken. Ich glaube, das ist das Gleiche, was du auch schon in Dragon Age Inquisition gesehen hast. Charaktere, die mal plötzlich aus 1 Meter Höhe mal runterfallen, warum auch immer, oder die mal 10 Zentimeter über den Boden schweben. Oder vielleicht mal irgendein Objekt, was mal durch eine Wand geht, wo es eigentlich nicht sollte. Das sind alles Dinge, die habe ich auch in Dragon Age gesehen. Und sie kommen schon, finde ich, ein bisschen zu oft vor. Aber auch hier würde ich jetzt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das Spiel kommt offiziell morgen raus. Wer weiß, ob da noch ein Patch kommt. Wer weiß, wie es zum Ende der Woche aussieht. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ja, was haben sie da gemacht? Aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie mit der Engine so ein bisschen auf Kriegsfuß waren diesmal. Also es fühlt sich nicht so gepolished an. Es fühlt sich nicht so gepolished an, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, ja, zumindest jetzt auf dem PC. Du hast ja auf der PS4 noch ein paar. Ich habe die PS4-Version gespielt und die war technisch nicht wirklich toll. Also selbst auf der Pro ruckelt das Ding. Im 1080p-Modus wohlgemerkt. Also nicht bei 4K, sondern im normalen Modus. Wenn man mit dem Nomad relativ schnell über die Planeten heizt, dann hat die PS4-Version immer wieder Aussetzer. Mhm. Er hält einfach mal das Spiel eine Sekunde lang an und dann geht's weiter. Das ist nicht so schön. Und dann hat es Probleme mit den Texturen, die erstens nicht so schön aussehen wie auf dem PC und zweitens sehr spät nachladen. Mhm. Also da ist man schon in der Nahansicht für einen Dialog und dann laden erst so langsam die Anzugtexturen nach. Das gut, ja, das sollte nicht passieren. Das
also dass man Nachladetexturen auf der Konsole hat, ist ja schon relativ normal, aber das ist schon relativ spät und das stört dann nach ein paar Spielstunden schon deutlich. Aber du hast gerade den Nomad erwähnt, damit wir einfach auch mal nicht an allem rumkritteln, ja? Also den zum Beispiel, ich meine, für alle, die Mass Effect 1 gespielt haben und den Marco noch in Erinnerung haben, oder auch den Flummi mit Rädern. Ja, genau. Also ich war total überrascht, wie rund sich der Nomad anfühlt, insbesondere weil BioWare da ja überhaupt keine Erfahrung hat in sowas. Ja, sie haben sich dafür ja extra Leute vom Need for Speed Team geholt, die das Fahrzeug gebaut haben. Gut, das ist natürlich der Vorteil, wenn du in der EA-Butze bist, ne? Da hast die du halt wirklich die Experten, Büro, ne? Da hast du die Experten, zumindest du hast den heißen Draht zu den Leuten, die sich auskennen. Aber ja, also ich war wirklich überrascht, wie intuitiv sich das Ding steuert. Ja. Das ist grundsolide. Es war jetzt nicht der Fahrspaß meines Lebens, ja, aber ich fand, das war grundsolide. Ja, das hat sich cool angefühlt, damit durch eine Wüste zu klettern. Dieses permanente Umschalten zwischen den zwei Fahrmodi, je nach Gelände, das geht einem so schnell ins Blut über. Vor allem, es war durchdacht. Ja. Also, die haben sich halt Gedanken gemacht. Wenn du merkst, ich komme mit meinem normalen Fahrmodus nicht mehr hoch, dann schalte ich halt um und plötzlich geht das Ding wieder ab wie Spitzkatze. Ja, also das war schon ganz cool und das war auch, muss ich sagen, eine Riesensorge, die ich hatte. Ist man denn sehr oft mit dem Nomad unterwegs? Also ist es auch ein wichtiges Element, dass es gut umgesetzt ist auf jeden Fall. Es gibt 5 richtig große Planeten, da musst du mit dem Nomad unterwegs sein, weil zu Fuß bist du stundenlang unterwegs. Das ist anders als in Dragon Age Inquisition, wo du das Pferd eigentlich einmal für eine Quest beschwörst und danach nie wieder. Hier brauchst du die Kappe wirklich. Aber da war ich auch am PC sehr zufrieden, also auch mit einer WASD-Steuerung. Da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. Ja. Aber um nochmal auf die Bugs zurückzukommen, da hat der Nomad nämlich auf der PS4 noch ein, dass ganz gerne einfach mal der Fahrsound verschwindet. Okay. Das ist dann plötzlich weg, dann ist Ruhe, dann hörst du im Hintergrund vielleicht noch ein paar Kämpfe und der Nomad fährt lautlos durch die Wüste. Ja, ich auch so generell ein paar Tonaussetzer sind mir auch auf dem PC aufgefallen, wobei ich da das Gefühl hatte, dass das eher ein Designfehler ist, dass die Charaktere, wenn du unterwegs bist, dass die sich halt mal ein bisschen unterhalten, was ja sehr cool und atmosphärisch ist. Und sobald dann irgendwas anderes getriggert wird, was dann wieder so ein Kommentar erzeugt, weil sie kommentieren sehr viel in der Umgebung, dann wird das, was sie vorher gesagt haben, einfach abgebrochen und das nächste Sprachsample kommt hinterher. Oder, das hat man auch schon öfters gehört. Oder wenn du einfach den Bereich verlässt, in dem der Kommentar stattfinden sollte, dann wird er auch einfach abgebrochen, auch wenn danach nichts Neues kommt. Auch hier wieder, klar, das gibt es in zig Spielen, aber es ist da schon ein bekanntes Problem. Ja, aber Das ist halt nach einer Weile, dann zwingst du dich dazu, jetzt reden sie, jetzt bleibe ich mal lieber stehen. Sonst das ist ganz schlimm. Ja, aber das ist jetzt auch so, da kann man sich jetzt drüber aufregen. Ich sag nur, es sind so kleine Dinge, die sich ein bisschen summieren, wo ich jetzt aber auch wieder sage, gut, das sind alles Dinge, da kann man wirklich wunderbar nachpatchen. Also da würde ich jetzt echt sofort Alarm schlagen. Was halt auch wirklich in negativ aufgefallen ist und was hoffentlich mit Patches noch behoben wird, ist in der PS4-Version, sind verbuggte Quests. Das geht gar nicht. Das muss man leider sagen. Ich habe in der Testversion hatte ich 2 wirklich verbuggte Quests, die ich einfach nicht machen konnte, weil sie nicht ging. Der eine davon war relativ wichtig, weil da ging es um eine der Archen. Und ich habe auch jetzt in der Retail-Version, die ich inzwischen spiele, schon wieder 2 verbuggte Quests. Solange sind es Nebenquests oder ist es tatsächlich GameStopper? Es sind alles Nebenquests, aber wie gesagt, die eine war relativ wichtig, weil sie halt ein bisschen zum Gesamtbild beiträgt. Und wenn die sich dann nicht beenden lassen, oder ich habe jetzt im Moment gerade eine, die lässt sich nicht mal annehmen. Ich sehe das Icon auf der Map, ich kann da interagieren, aber es passiert nichts. Mhm. Dann ist das schon nicht wirklich optimal. Ich habe heute gelesen, dass es noch einen neuen Patch gibt, der eine dieser Quests behebt, speziell eine dieser Quests, die mir in der Testversion aufgefallen sind. Da hoffe ich, dass das dann wirklich bis zum Release alles noch gut, aber zumindest ist das Ihnen bekannt. Ja. Und, ja, das muss man immer auch wieder dazu sagen, das wird ja gerne vergessen, dass die Testerversionen spielen Tage oder Wochen vor Release. Da kann man jetzt sagen, gut, selber schuld, wenn sie diese Testversion rausgeben. Andererseits, wir freuen uns, weil wir haben die Tests dann zum Release fertig. Genau. Und die Spieler bekommen aber ein Spiel, wo zum Teil diese Fehler gar nicht mehr drin auftauchen. Deswegen muss man sich dann sehr genau anschauen, was kommt da jetzt zum Release für den Patch. Ich muss dazu sagen, die Performance-Probleme der PS4 sind auch bei Version 1.04, die im Moment aktuell ist, immer noch vorhanden. Also
wir hoffen einfach mal echt auf einen schönen Day-One-Patch oder einen Day-Two-Patch. Es ist halt auch vielleicht schon bezeichnend, dass sie schon vor Release bei Version 1.04 sind. Naja, gut. Ja, das ist auch so ein Zeichen. Okay, es hat sich jetzt sehr viel... brennt dir noch was auf der Zunge? Ja, ich wollte nur eine Sache erwähnen. Und zwar, vorhin hast du ja unterstellt, dass das Spiel für den PC... ich habe nur zitiert. Ja. Ich habe nur zitiert, nicht also, unterstellt. Also ich sage jetzt mal technisch, meinetwegen. Mhm. Im Interface würde ich jetzt mal sagen, nö. Nee, also ja. Im Interface merkst du es wirklich nicht. Das ist ein ganz klassischer Fall von, du hast hier ein Interface und das wird einfach 1:1 übertragen von Gamepad, also Konsolensteuerung, auf den PC. Es gibt praktisch keine Tooltips, keine Mouse-Over-Effekte. Du kannst zwar die Steuerung sehr schön frei belegen, aber es gab sogar ein, zwei Belegungen, die auf dem Gamepad sinnvoller waren, wie Waffe wegstecken und Waffenrad ist auf einer Taste. Man muss sie drücken, man muss es gedrückt halten. Das wäre eigentlich sinnvoll gewesen auf dem PC, weil das sind ordentlich Tastenbelegter. Aber generell bei den Menüs, da, also ich finde die Menüs auch jetzt nicht besonders intuitiv oder übersichtlich mit dem Gamepad, muss ich sagen. Ja. Auch hier wieder, BioWare war nie besonders gut darin, in Inventar oder ein Questlog zu designen. Das, BioWare-Spiele sind toll für das, was sie sind, aber das war nie die große Stärke von ihnen. Mass Effect Andromeda macht da für mich keine Ausnahme. Und ich hätte mir einige Sachen doch gewünscht, die sie in der PC-Steuerung ein bisschen cleverer gemacht hätten. Aber manche Sachen betreffen noch nicht nur den PC. Sondern ja, das ist auf den Konsolen, die Menüführung ist da auch nicht wirklich optimal. Also wenn, um in die Map zu gehen, muss man erst Options drücken, dann auf die Map. Und dann ist man in der Map und dann muss man wieder raus. Es sind so einfache Dinge. Und im Questlog gibt es halt diese vier Unterordner, wo alle Quests irgendwie verteilt sind. Und dann muss man sich halt immer einzeln durchklicken, um irgendwie den Überblick zu bekommen. Ja, das sind halt Dinge, die, wenn du das immer und immer wieder machst, dann denkst du halt immer so, boah, Mann, ey, das muss doch nicht so. Ganz einfach ist doch sowas wie eine Karte mit einer Taste öffnen. Warum nicht mit der gleichen Taste wieder schließen? Du hast den Finger eh drauf. Nein, stattdessen musst du auf Escape. Ja, das ist klassisch Mass Effect. Zweimal. Ja, du musst zweimal auf Escape. Das ist klassisch Mass Effect. Das war schon immer so. Aber es wird ja, nicht besser mit dem vierten Teil. Ja, eben. Das ist hat es ihnen einfach niemand gesagt. Ne? Und wir hatten hier Mass Effect 3 getestet eigentlich. Fand ich übrigens voll super, trotz des Endes. Ja. Ja. Eine andere Sache, ich bin ja so ein, also ich bin generell so ein Interface-Fanatiker. Ja, deswegen, ja. Manche werden es vielleicht nicht so streng sehen wie ich. Lass dich aus, passt schon. Aber was mich sehr gestört hat, ist, ich liebe Sternkarten in Videospielen, allgemein. Völlig egal was, wenn es eine Sternkarte hat, spiele ich es. Und Mass Effect Andromeda hat eine sauschicke Sternkarte. Nur, ich finde die wirklich, ich finde die, also die macht mich wahnsinnig. Weil in den Vorgängern war es so, du hast deine ja, Interaktionspunkte gehabt und hast halt irgendwas angeklickt oder bist halt mit dem Schiff schnell hingeflogen, hat ein paar Sekunden gedauert und dann hast du den Planeten untersucht. So. Hier ist es jetzt so, dass jedes Mal, wenn du einen Planeten anklickst, gibt es eine wirklich elendig lange Animation, die erstmal an deinen Standort ranzoomt, dann fliegst du saucool durchs All. Das ist bestimmt beim ersten Mal, wo du siehst, total geil. Und dann beim zweiten und dann drückst du die Taste so, zum Animation abbrechen und die gibt's halt nicht. Ja. Ja, und dann fliegst du also da durch Asteroidengürtel und so. Es sieht wirklich super gut aus und ich find's total toll, dass sie es so gemacht haben. Aber ich möchte es nicht jedes Mal sehen, weil dann fliegst du auf dein Ziel zu, die Kamera fliegt an dem Ziel vorbei, setzt sich langsam wieder zurück, rastet ein und dann erst erscheint dein Interface. Und das ist nach dem dritten Mal sitzt du halt da und denkst dir, wie kann einem das nicht auffallen? Auch hier, es wird bestimmt eine Menge Spieler geben, die sagen, ja mei, dann guckst du dir halt ein paar Minuten Fluganimation an und für die wird das okay sein. Wenn du aber ein Spielertyp bist, der das einfach nicht haben kann, der wirklich sagt, okay, die Animation beim zweiten, dritten Mal möchte ich die nicht mehr sehen. Und solche Spielertypen gibt es. Ja, ich muss zugeben, als ich dann wieder gesehen habe, da sind wieder drei neue Systeme zum Erkunden, dann habe ich nebenbei einen Internetbrowser aufgemacht und dort gelesen, während ich da die Planeten angeflogen bin, weil 20 Sekunden auf meinem Bildschirm starren, während nichts passiert. Es muss halt eigentlich nicht sein. Also darum geht es mir halt, dass es wirklich eine Menge Dinge sind, die vermeidbar sind und die für sich genommen auch gar nicht so dramatisch sind. Die man ja auch relativ easy optional machen kann. Aber es wäre halt jetzt sowas, wo du dann wirklich sagen musst, okay, wenn du das und das und das und das und das zusammennimmst, dann hat man... Es kommt schon was zusammen. Ja, dann hat man schon ein bisschen was zusammen. Das geht wieder zurück auf das, was wir vorhin meinten, mit dass das dieses Polishing ein bisschen fehlt. Das ist nicht nur in Bezug auf jetzt Quest-Bugs oder auf Performance oder sowas. Das sind eher technische Dinge. Da fehlt auch ein bisschen dieses Gefühl, so die Liebe fürs, dass das lang genug gespielt wurde. Man hat das Gefühl, das müsste eigentlich nochmal einen Monat nochmal durch so eine
Usability-Testgruppe, die nochmal sagt, wisst ihr was, Spiel ist super, aber ihr könnt es noch ein bisschen besser machen. Und das ist halt, das sind aber Dinge, die Leuten dann wieder auffallen, wenn sie es ein paar Stunden gespielt haben und was auch zu diesem Ersteindruck beiträgt. Und da haben sie sich halt ein bisschen auch ins Knie geschossen, finde ich mit. Das sind eigentlich jetzt ganz tolle Schlussworte, wenn wir so sagen. Es gibt viele Probleme, die zwar für sich betrachtet vielleicht nicht so schwierig sind insgesamt, aber dann vielleicht doch nicht für eine grandiose Wertung sorgen können. Aber darf man sich denn trotzdem freuen? Naja, du hast ja schon gespielt. Wirst du es nochmal spielen? Ich werde es... Ja... Es war der schlechteste Star Wars aller Zeiten. Ich werde ihn mir nur noch dreimal ansehen heute. Auch du kannst dich ruhig als Fanboy outen. Auch wenn Wolfgang der Meinung ist, ein 78er, den spielt man doch nicht zweimal, werde ich ihn wahrscheinlich noch zwei oder dreimal spielen. Ja, das ist halt der Punkt. Ist halt, man verzeiht ja auch viele Dinge dann wieder. Ja. Also ich... Ich habe auch Inquisition fünfmal durchgespielt. Okay, das habe ich einmal durch und das reicht mir. Aber es ist wirklich so, also... Man muss sich über diese Schwächen ein bisschen im Klaren sein. Man darf vielleicht sich nicht dahin reißen lassen, dass es das nächste Witcher 3 ist. Ja, das will es vielleicht auch gar nicht sein. Ja, und für alles, was es ja irgendwo auch falsch macht oder schlecht macht, macht es ja auch eine Menge Sachen gut. Und es ist halt auch ein Neubeginn für die Reihe. Ja. Es soll eine andere Richtung gehen. Eben, es ist ein Neustart und man hat irgendwie das Gefühl, dass die Entwickler zu viel wollten. Ja. Sie wollten da irgendwie zu viel aus allen Richtungen reinpacken und dabei ist ihnen dann halt an einigen anderen Stellen auch was abhanden gekommen. Ich denke, was wirklich ein Problem ist, ist das, was bei Dragon Age Inquisition ja schon kritisiert wurde, dass sie das halt... Dragon Age Inquisition war ein wunderschönes Spiel, also es war wirklich wahnsinnig schön anzusehen. Aber diese Levels waren einfach zu groß. Das hat sich angefühlt zum Teil wie ein Offline-MMO. Mhm. Dieses Abgrasen der Maps und der Points of Interest. Und das war eine große Sorge, die Spieler danach hatten, also mich eingeschlossen. Wird das bei Mass Effect Andromeda auch so sein. Und da hätte man dann jetzt aber eigentlich ein bisschen proaktiv schon sagen können, nee, pass auf, Leute, wir können nicht irgendwie riesen Maps machen oder dabei die Story vergessen. Preisfrage ist doch die, warum hast du Mass Effect 1, 2 und 3 gespielt, warum fandest du die Trilogie geil? Weil es schöne, reduzierte Setpieces gab, die mir Story und Action geboten haben und nicht, weil ich irgendwo... Kein Mensch hat Mass Effect jemals wegen der Erkundung gespielt. Ja. Und sie wollten jetzt aber einen Erkundungs-Mass-Effekt machen. Und das ist, ich finde das einerseits total lobenswert, weil es halt mal was in eine andere Richtung geht. Wir hatten ja schon gesagt, die Story-Prämisse ist grandios dafür. Andererseits muss dann aber halt auch die Ausführung stimmen. Und wir finden halt, dass es im Großen und Ganzen nicht so dieser Volltreffer ist, den sie sich da gesetzt haben. Selbst in Mass Effect 1, auf das sie sich immer beziehen, wo es ja diese großen Planeten gab, die waren aber auch nur Alibi. Ja. Die waren halt nur, das waren halt nur ein paar Texturen, aber auf denen man eine Station meistens gefunden hat und das war's. Ich möchte noch ein Schlusswort noch... Felix, dein drittes Schlusswort? Mein drittes Schlusswort. Und dann kommt der zweite Teil des Videos. Nein. Ich freue mich riesig, wenn ich endlich, ja, jetzt wo der ganze Testkram vorbei ist, wenn ich endlich meine Version mit heimnehmen kann und mich wirklich aufs Sofa hocken kann, das Ding in Ruhe spielen kann, weil... Kritik hier, Hate da, das ist mir irgendwann dann auch scheißegal. Ich freue mich total drauf und ich werde es auf jeden Fall spielen und ich habe auch Dragon Age Inquisition durchgehalten, das fand ich wesentlich schlechter als du. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Menge gibt in Mass Effect Andromeda, was ich noch nicht kenne und wo ich weiß, dass ich mich hinterher positiv dran erinnern werde. Also auf jeden Fall mal reinschauen, alle Interessierten, sowieso in unseren Test natürlich, für den du dir ganz viel Mühe gegeben hast. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart, für diese erhellende Diskussion und euch natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.